Auf Einladung von Jens Kühne ist Aquanet nach Thailand gereist. Murat Kilic begleitet den bekannten Autor auf einer Exkursion in die Umgebung von Nakhon Si Thammarat im Süden Thailands. Der erste Weg führt nach Norden, Richtung Surat Thani. Kleine, gut ausgebaute Straßen führen aus der Stadt heraus in die Berge. Kaum zu glauben, der erste Stopp wird bereits 10 Minuten nach dem Start eingelegt. Hier, auf einem brachliegenden Reisfeld, das noch immer von einem Bach durchflossen wird, macht sich Jens auf die Suche nach Sumpfpflanzen und wird auch schnell fündig. Der Rand dieses Tümpels ist von einer hübsch fliederfarben blühenden Pflanze bewachsen. Diese Binsen gehören zu einer Erikaulon-Art. Dass der Sumpf auch voller anderer Lebewesen war, zeigte dieser Rotlappenkiebitz. Im Wasser selber stehen Blixa aubertii, die hier auch wegen des starken Lichtes eine deutliche Rotfärbung zeigen. Das Wasser strömt nur sehr langsam. Mit jeder Bewegung wirbeln wir Mulm auf. Und weiter geht es. Richtung Surat Thani wenden wir uns nach Südwesten, in die Richtung von Ranong. Die Straße ist auch hier gut ausgebaut, aber kurvenreich und windet sich wie ein Lindwurm durch die Berge. Ein Blick auf den herrlich blauen Golf von Thailand entschädigt für die lange Zeit im Auto. Am Strand konnten wir eine weitere Pflanze entdecken, die für Aquarianer interessant ist. Terminalia catapa, der Seemandelbaum, wächst hier. Den Aquarianern sind vor allem seine Blätter bekannt, deren Inhaltsstoffe als Heilmittel für Zierfische verwendet werden. Von der Golfküste führt uns unsere Route geradewegs in Richtung Ranong. Eins der ersten Gewässer, auf das wir treffen, ist dieser kleine Fluss. Nur knietief erscheint er zunächst fast ohne höhere Vegetation. Armleuchteralgen und Mulm bedecken die Kiesel am Boden. Erst nach längerem Suchen finden wir an einigen Stellen dichte Wasserpflanzenbestände, die wie in Horsten wachsen, wie wir das auch von einheimischen Wasserpflanzen kennen. In diesem Horst wächst die Wasserpest Egeria densa, eine eingeführte Art, die natürlicherweise nur in Amerika vorkommt. Auch unter Wasser zeigt sich, wie dicht die Bestände sind. Offenbar transportiert der Fluss ausreichend Nährstoffe, sodass die Pflanzen bei dem üppigen Lichtangebot ein kompaktes, dichtes Polster bilden können. Fische sind hier keine zu sehen. Durch unsere Anwesenheit gestört, haben sie sich zurückgezogen. Auch an anderen Stellen dominiert die Wasserpest dieses Gewässer. Auf dem weiteren Weg haben wir die Nakhon Si Thammarat Bergkette überquert. Wir nähern uns Khao Lak. Halbzahme Wasserbüffel deuten auf einen Tümpel, kleinen Teich oder Wasserlauf hin. Obwohl die Tiere Menschen gewöhnt sind, bleiben wir in respektvoller Entfernung, was die großen Hornträger nicht davon abhält, uns genauso zu beobachten. Einige hundert Meter weiter treffen wir auf offenes Wasser. Der kleine Bach am Waldrand wird, anders als bei der letzten Untersuchungsstelle, auch von kleinen Fischen bewohnt, die sich zwischen den Wasserpflanzen durchaus sicher fühlen. Zwischen den aus dem offengelassenen Reisfeld bekannten Erikaulon spiegelt sich die Sonne im Wasser. Tiefer im Bach leben Blixa aubertii hier völlig untergetaucht. Auch sie ist wegen des üppigen Lichtangebotes rötlich gefärbt. Die Sonne sorgt auch für Wassertemperaturen jenseits der 35 Grad. Wir setzen unseren Weg nach Westen fort. Unser Ziel ist die Küste der Andamanensee im Westen. Etwas stärker strömt dieser kleine Bergbach. Die ersten Wasserpflanzen, die wir finden, gehören zu den Armleuchteralgen, hier an einer etwas ruhigeren Stelle.
In den Biegungen des Baches finden wir sie endlich. Kryptokorynnen, die typischen Wasserpflanzen Südostasiens. Leider ist eine genaue Bestimmung anhand der Blätter nicht leicht. Vermutlich handelt es sich hierbei um Kryptokorynne ciliata. Hier wachsen sie offensichtlich nur unter Wasser. Jens versucht noch, ein Unterwasserfoto zu schießen, was offenbar auch gelingt. Diese kleine Spinne kann offenbar über die Wasseroberfläche laufen. Dabei hat sie sich ein völlig neues Beutespektrum erobert. Unser nächster Stopp liegt am Fuß eines Höhenzuges etwa 50 Kilometer von Krabi entfernt. Am Fuß des Gebirges fließen die Bäche langsamer und sind tiefer. Hier gibt es auch wesentlich größere Pflanzenbestände als weiter oben. An dieser Stelle stehen große, dichte Bestände von Limnophila aquatica. An einer anderen Stelle findet sich wieder Wasserpest. Ob eingeführt oder einheimisch, den Fischen ist es egal, welche Pflanze ihnen Deckung und Rückzugsmöglichkeiten bietet. Die Straßen Südthailands führen uns weiter in Richtung Krabi. Kurz vor der mittelgroßen Stadt besuchen wir erneut einen kleinen Wasserlauf. Im Flachland der Küstennähe liegt dieser Bach, der bereits unter Gezeiteneinfluss steht. Wider Erwarten ist auch er voll mit Wasserpflanzen, die durch das blaue Wasser hindurch scheinen und am Ufer auch aus dem Wasser hinaus wuchern. Es handelt sich um Kryptokorynne crispulata, die hier mit dem Salzgehalt und den Gezeiten sehr gut zurechtkommt. Denn zwischen den Mangroven bildet diese Art dichte Bestände. Wie Finger krallen sich die Wurzeln dieser Bäume in den teils matschigen, teils steinigen Boden und bilden so ein bizarres Gewirr aus Wurzeln und Felsen. Völlig anders ist dieses Biotop. Ein Waldtümpel mit reinem Süßwasser, der von Kryptokorynne anamanica besiedelt wird. Niederschläge aus dem Wasser haben ältere Blätter fast braun gefärbt. Als Aquarienpflanze ist diese Art nicht sehr bekannt, denn ihre Kultur unter Wasser ist schwierig. Auf dem letzten Stück Weg nach Nakhon Si Thammarat müssen wir erneut die gleichnamige Bergkette überqueren. Ein eher ungewöhnliches Biotop stellt dieser Graben dar. Die Wasseroberfläche ist weitgehend mit Schwimmpflanzen der Gattungen Azolla und Lemna bewachsen. Im Boden wurzelt ein Sumatrafan Ceratopteris thalictroides. Auch diese Pflanze kann unter und über Wasser wachsen, kommt jedoch kaum ohne Wasser aus. In den Aquarien wird sie meist als Schwimmpflanze gepflegt. Moose bewachsen zahlreiche schattig-feuchte Steine. Anhand ihres Äußeren ist jedoch kaum eine genauere Bestimmung möglich. Die im Bachbett lebenden Moose werden in der Regenzeit überflutet. Sie müssen also auch unter Wasser überleben können. Ebenso wie das Javafarn und andere bodenbewohnende Pflanzen, die vereinzelt zwischen ihnen wachsen. Wir folgen dem Bach einige hundert Meter stromaufwärts hinein. Die Vegetation lässt keine Fragen offen, wir sind mitten im Dschungel. Jede sich bietende Stelle ist von Farnen und Moosen bewachsen, die Wurzeln von Würgfeigen klammern sich in die Felswände. Mit diesen Bildern aus dem thailändischen Dschungel möchten wir uns verabschieden. Wir freuen uns schon auf eine neue Tour mit Jens Kühne.